Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play unterwegs in Dusterburg. Beim letzten Mal waren wir stehen geblieben, als wir ins Sanatorium oder Siechenhaus, wie Dankwart gesagt hat, wollten. Aber wir gehen da jetzt doch noch nicht rein. Wir gehen erstmal in dieses Haus. Das neben dem Sanatorium das einzige Haus ist, das wir noch nicht betreten haben im Spieldurchlauf. Na, verschlossen. Merkwürdig, drin brennen überall die Lichter. Ich könnte versuchen, das Schloss zu knacken. Tada! Und rein da. Was? Dieses Haus. Ich kenne es. Juli, warte. Grandy, Libra, das seid ihr... Sie sind in Trance. Und hier in diesem Haus leben die Schatten ihrer selbst. Musst du denn unbedingt wieder hinaus zu den anderen? Der Herzog hat Spione überall. Irgendwann. Es muss sein, Libra. Lazalantin verlässt sich auf mich. Ich weiß, aber irgendwann wird der Herzog von euren Treffen erfahren. Und dann? Was wird aus uns? Es wird nicht mehr lange dauern, Liebste. Das verspreche ich dir. Unsere Pläne sind schon weit fortgeschritten. Schon sehr bald wird Warnfrieds Schreckensherrschaft ein Ende haben und ein neuer Herzog den Thron besteigen. Ist ja schon gut. Es ist ja nur meine Sorge um... Vergiss es einfach und versprich mir, dass du auf dich aufpasst, Schatz. Keine Sorge, ich werde bald und wohlbehalten zurück sein. Was war das? Ihr solltet besser eure Fenster verrammeln, wenn ihr keine unerwarteten Besucher wünscht. Auch wenn ihr der Herzog seid, ist es euch nicht gestattet, so einfach in mein Haus einzubrechen. Ach ja? Verklagt mich doch. Bei der Gelegenheit könnte ich das Gericht dann auch über euch entscheiden. Wie meint ihr das? Ich rede von euren konspirativen Sitzungen mit diesem Schnösel Lazalanti und seinem nicht unnutzigen Kumpan, Rank. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Eure Miene verrät das Gegenteil. Aber keine Sorge, ich habe nicht vor, das Urteil dem Richter zu überlassen. Ich werde den Richtspruch lieber selbst schuldig in allen Punkten. Dann wird es jetzt Zeit, das Urteil zu vollstrecken. Wie? Ich dachte, er fällt jetzt über uns her, aber... Oh, Grandy, schnell! Er hat es noch nicht auf uns abgesehen. Bei den Göttern, schnell nach oben! Meine Güte, der Herzog. Das war nicht real, aber auch keine Fantasie. Was war das? Ach, ich hasse die Zwischensequenzen, wenn du so schnell lesen musst. Da kommst du teilweise echt nicht hinterher. Naja, gut. Das war unsere Erinnerung, Grandy. Ihr seid in eine Art Trance gefallen, als wir diesen Raum betraten. Und eben waren da noch zwei geisterhafte Gestalten, die euch aufs Haar glichen. Sie verschwanden in dem Moment, als ihr aus eurer Starre erwacht seid. Dieses Haus ist unser Haus. Wir haben hier zusammen gelebt. Juli? Verstehst du nicht, Grandy? Juli ist auch hier zu Hause. Sie hat ihren Futternapf gefunden. Sie sieht nicht gut aus, unsere Juli. Sie ist halt kein Kampfhund. Du hast recht. Sie hat ziemlich viel eingesteckt in letzter Zeit. Wir sind doch jetzt wieder zu Hause, Grandy. Wie wär's, wenn Juli hier bleiben darf? Es wird immer gefährlicher und sie hat keine Rüstung. Ich bin ganz deiner Meinung. Sie hat sich etwas Frieden verdient. Wir sollten uns hier umschauen, Kinder. Dieses Haus birgt sicher noch weitere Geheimnisse. Gut. Schauen wir mal. Ach ja, der Herd. Ich erinnere mich jetzt wieder, wie ich früher hier meinen berühmten Hackbraten zubereitet habe. Und wenn du nicht gerade deinen berühmten Hackbraten gemacht hast, habe ich hier für uns beide gekocht. Juli, geh mal weg. Danke. Schreckliche Erinnerungen werden wach, wenn ich daran denke, wie oft Libra mich hier zum Abspülen verdonnert hat. Wer glaubst du denn hat hier abgespült, wenn du dich mit deinen Kumpels zu euren konspirativen Sitzungen getroffen hast? Ein Korb mit frischen Äpfeln. Frische Äpfel? Hier wohnt doch keiner. Ein Topf voll Honig. Hey, hier ist ein wertvolles Silberservice drin. Dafür könnte man sicher einen guten Preis erzielen. Finger weg von dem Tafelsilber! Das hat meiner Mutter gehört! An was für Dinge du dich plötzlich erinnerst?
Servietten, Untersetzer und Eierwärmer. Genau das, was wir jetzt brauchen. Noch was anderes? Tischdecken und ähnliches Zeug. Topfpflanze brauchen wir nicht. Gut, gehen wir wieder nach oben. Ja, was heißt wieder? So. Zwei Heiltränke und zwei Riechsalz. Jawohlchen. Na? Jede Menge Bücher. Heiliger Strohsack, was sind denn das für Titel? Von den Vampiren oder Menschensaugern? Von Werwölfen und anderen Tiermenschen? Künstliche Menschen? Schwarze Messen? Eine Fundgrube des Wissens. Können wir schon hoch? Ja, man kann schon hoch. Die Kisten sind alle leer. Na, beweg dich. Irgendwie hängen meine Tasten heute ein bisschen. Wäsche. Unterwäsche, um genau zu sein. Damenunterwäsche. Ich wusste ja gar nicht, dass Libra solche Sachen trägt. Ich vermute mal, dass dir das früher ganz gut gefallen hat. Boah, was für ein Gestank. Schuhe. Meine Größe. Da siehst du mal, Grandy. Noch mehr Bücher zu ähnlichen Themen. Da gibt's nix. 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 Überall nichts. Nichts, 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 nichts. Nichts. Da wurde mal die Kiste auf. In dieser Kiste habe ich meine Waffen aufbewahrt. Leer. Ich hätte jetzt erwartet. Vielleicht hat Warnfried die Waffen ja mitgenommen. Oder ihr selbst habt es getan, Grandy. In einer anderen Zeit. Oder vielleicht eher einer anderen Wirklichkeit. Wie meint ihr das, Dankwart? Es ist offensichtlich, dass Warnfried sich meiner Forschungsergebnisse bedient hat, um den Zeitenlauf zu manipulieren. Ein Ergebnis können wir hier in Düsterburg betrachten. Stillstand. Euer Schicksal, Grandy und Libra, lässt mich jedoch vermuten, dass Warnfried noch einen Schritt weiter gegangen ist. Er hat den Zeitenlauf direkt manipuliert und hat massive Veränderungen am Lauf der Dinge vorgenommen. Worauf wollt ihr hinaus? Alles spricht dafür, dass Libra und ihr in diesem Haus leben solltet. Aber dieses Haus ist verlassen und es scheint darin zu spuken. Ich vermute, der Herzog hat versucht, euch beide auszulöschen, indem er eure Existenz durch einen Eingriff in die Zeit unterbunden hat. Aber wir sind doch hier, Dankwart. Wir existieren. Ich weiß, liebste Libra, und das bestärkt mich noch in meinen Vermutungen. Warnfried hat meine Aufzeichnungen offensichtlich nur so weit gelesen, wie sie ihm nützlich erschienen. Das Universum besitzt gewisse Konstanten. An bestimmten, meist entscheidenden Punkten bilden sich Knotenpunkte im Zeitlauf. Ich denke, dass wir einen dieser Punkte vor kurzem erreicht haben, und da gab es ein Vakuum. Ihr beide wart nicht mehr da. Die Götter, der Weltgeist, die kosmische Konstante, ganz gleich, wer auch für die Ordnung der Dinge zuständig ist, es hat entschieden, dass ihr beide in dieser Welt existieren müsst, damit das Schicksal der Welt seinen Lauf nehmen kann. Ich bin ein Hau drauf, Dankwart. Kein Mann des Geistes. Könnt ihr das bitte nochmal erklären für Dummies? Nun ja, Grandy, diese Dinge lassen sich nicht so einfach in ein paar leicht verständliche Sätze packen. Er meint, dass alles, an das wir uns erinnern, die Realität ist, wie sie eigentlich sein sollte. Doch Warnfried hat diese Realität verändert, um unsere Existenz zu rauben. Aber er hat sich verrechnet. Wir sind wieder hier, wo wir hingehören. Und wir werden ihn dorthin schicken, wo er hingehört. So, jetzt gibt es noch ein letztes Rätsel zu lösen. Und zwar, was liegt hinter dieser Tür? Diese Tür... Nein, Freundin, nicht öffnen. Da wartet nichts Gutes dahinter. Ja, Grandy, ich spüre es auch. Aber ich spüre auch, dass wir dadurch müssen. Unser Schicksal erwartet uns hinter dieser Tür. Ich kann auf dieses Schicksal verzichten. Ich will da nicht rein. Kommt, Grandy. Wenn Fräulein Libra meint, dass es notwendig ist. Dankbart, ich weiß, was sich hinter dieser Tür befindet. Dann sagt es uns, Grandy. Es ist... ein Kinderzimmer. Wage es nicht, dich an ihr zu vergreifen, du Unhold. Wer sollte mich daran hindern? Du etwa oder deine schwächliche Frau? Stell dich, Blutsauger. Wir werden sehen, wer diesen Kampf für sich entscheidet. Du langweilst mich in deinem billigen Zorn, Sterblicher. Ich töte dich ein andermal. Eine magische Barriere, du feiger Hund. Der Herzog nimmt sich jetzt, was ihm zusteht.
Nach neuem Recht darf er über alle seine Untertanen verfügen, wie ihm beliebt. Ich fange mit eurer Tochter an. Nein, das darfst du nicht! Schweig, Weib, in dir werde ich mich morgen messen. Euer Kind jedoch ist für meine Gefährtin Doria. Sie mag es jedenfalls. Und was dich angeht, Grandy, ich denke, ich werde dich leben lassen. Ohne deine Familie wirst du zugrunde gehen und deine Mitverschwörer werden erkennen, was es einbringt, sich gegen dich zu stellen. Es tut so weh. Ich weiß, Grandy, mir tut es auch weh. Ich kann euren Schmerz nachfühlen, meine Kinder. Ich selbst habe ihn vor Jahren spüren müssen. Dieser Schmerz wird nie ganz verschwinden. Trotzdem war es wichtig, die Tür zu öffnen. Es war auch die Tür zu eurem Herzen. Und jetzt weiß jeder von uns, warum wir nicht aufgeben dürfen. Ich werde im Gasthaus übernachten. Ich denke, ihr solltet die erste Nacht in eurem Heim besser ungestört sein. Vielen Dank für alles, Dankwart. Nein, liebste Libra, ich habe euch zu danken. Bevor ich euch traf, war ich auf meine Art genauso untot wie der neue Herzog von Düsterburg. Gute Nacht, Dankwart. Gute Nacht, meine Kinder. Gute Nacht, Libra. Gute Nacht, Schatz.